Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Sturm Graz hier aus Lille. Ich darf unseren Cheftrainer Christian Ilzer und Dimitri Lavallée bei mir begrüßen. Wir treffen morgen im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa Conference League auf den OSC Lille. Spielbeginn ist um 21 Uhr. Wir dürfen uns über die Unterstützung von rund 600 Sturmfans freuen. Dimi, ich darf mit dir beginnen. Die Ausgangslage ist natürlich eine schwere. Wie hat sich die Mannschaft trotzdem vorbereitet? Was hat man sich vorgenommen für dieses Spiel? Non, c'est sûr que le match aller, la défaite 3-0 à domicile nous a fait quand même beaucoup de mal. Maintenant, voilà, on a analysé entre nous le match. On a regardé ce qui n'allait pas, ce qui avait été positif ou négatif. Et donc, on aborde ce match-ci avec, je veux dire, une approche différente pour essayer de changer, de gommer les erreurs et d'arriver d'être le meilleur possible sur le terrain, de montrer un autre visage, celui qui est vraiment le nôtre. Ja, natürlich, das ist kein guter Ausgangspunkt. 3-0 zu Hause verloren. Wir haben das Spiel analysiert, wir haben geschaut, was war positiv, was war negativ. Klar, ein bisschen was müssen wir ändern. Wir haben geschaut, wo wir vielleicht Fehler vermeiden können und wollen natürlich morgen ein anderes Gesicht zeigen auf dem Spielfeld. Eure Fragen bitte für den Dimi in Französisch oder Deutsch möglich. Zum einen, Dimitri, wie speziell ist es ganz nah an Belgien? Tout à fait près de Belgique demain zu spielen. Und die zweite Frage, wie schaut es mit der Zukunft aus? Du gehörst noch Mechelen. Wo möchtest du die Saison prochaine bestreiten? Non, forcément, c'est un match un peu différent pour moi. Forcément, proche de la Belgique, seulement 2 heures de ma ville natale. Donc forcément, il y aura la famille, des amis qui seront présents au stade pour venir. Mais voilà, que ce soit proche de la maison ou assez loin, pour moi, c'est la même chose. Un match et on se prépare pour gagner. Et je veux dire, pour la question de l'année prochaine, c'est encore loin. Le plus important pour moi, c'est aujourd'hui et demain. Donc le premier match qui vient, c'est Lille. Donc faire bonne figure. Et puis alors, il restera des matchs en coupe et en championnat pour justement arriver à nos objectifs. Et donc je prends match par match et après ce qui en sera de la saison prochaine, on verra à la fin de la saison. Ja klar, für mich ist es schon ein bisschen was anderes, hier zu spielen, nur 2 Stunden von meiner Geburtsstadt entfernt. Familie wird da sein, Freunde werden da sein, aber eigentlich ändert das nicht viel, ob ich jetzt hier spiele oder weiter weg spiele. Ja, Match ist Match und was meine Zukunft angeht, ja, ich denke mal, ich spiele ein Spiel, dann das nächste. Wir haben noch ein bisschen was vor, auch in unserer Liga. Und ja, Schritt für Schritt und was das die Zukunft bringt, das schauen wir dann. Excuse-moi, Stéphane Carpentier pour La Voix du Nord. Dimitri, dans quel état d'esprit vous abordez ce match? Est-ce que vous croyez en l'exploit? Et pour faire l'exploit, quel est le scénario pour le bâtir? Essayer de marquer le plus vite possible? Voilà, c'est quoi votre plan? On sait bien forcément que ça va être un match compliqué, qu'un écart de 3 goals, forcément, dès le début, c'est difficile à remonter. Maintenant, on a vu par le passé qu'il y a des scénarios plus rocambolesques que ça qui sont produits. Donc forcément, tout est possible en 90 minutes, voire peut-être même plus. Donc notre état d'esprit, c'est de venir ici de manière conquérante, de montrer notre visage qui a toujours été le nôtre auparavant et que malheureusement, on n'a pas su montrer au match aller. Et forcément, le scénario, je vais dire, favorable à ça, ce serait de marquer le plus rapidement possible dans le match, de prendre un ascendant, de mettre une pression et d'essayer de rendre Lille un peu nerveux, je vais dire. Maintenant, voilà, on va aborder ce match comme si il n'y avait pas eu de match aller, je vais dire. Il faut faire abstraction de ça et de jouer notre match et on verra à la fin le résultat et le scénario qui lancera. Ja klar, das ist ein bisschen kompliziert. Wir müssen jetzt 3 Tore aufholen. Vielleicht ist es möglich, ich glaube, es ist möglich. Wir wollen morgen gewinnen. Das Rückspiel muss definitiv anders aussehen. Wir versuchen früh Druck zu machen, um Lille so ein bisschen nervös zu machen. Ja, wir müssen einfach so tun, als hätte es das Hinspiel nie gegeben. Gibt es noch eine Frage? D'autres questions? Dann danke, Timmy. Chris, das Hinspielergebnis war deutlich. Welche Lehren hast du aus dieser Partie gezogen und was willst du dementsprechend morgen von deiner Mannschaft sehen?
mir gut gefallen vom Dimi, wie er gesagt hat, wir müssen so tun, als ob es dieses Spiel nie gegeben hätte. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Zugang. Es ist ein Europacup-Achtelfinale. Das ist schon so, dass wir da jetzt nicht nur an das 0-3 denken brauchen, sondern wir wollen uns verbessert zeigen. Wir wollen hier ein gutes Resultat schaffen und dafür braucht es einfach eine starke, mutige Leistung und die streben an. Hat noch wer kriegst du einen vollen Kader zusammen, Chris, morgen? Absolut. Es ist Tommy Horvath und Javi Serrano, die erkrankt waren, sind wieder fit, sind wieder mit dabei. Und ja, die Langzeitverletzten fallen aus, aber alle anderen sind mit an Bord. Und wir haben 20 plus 3 kompletter Kader gefüllt und bereit für das Spiel. Dimitri hat angesprochen, ihr habt die positiven und die negativen Sachen vom Hinspiel besprochen. Dürfen wir die vielleicht auch noch hören, was positiv war und was negativ? Ja, im Detail will ich da jetzt nicht unsere Analyse dann da bekannt geben oder über die sprechen. Es ist ganz klar, wir dürfen Lille nicht so in einen Spiel rauskommen lassen, wie in Graz. Also da haben wir vor allem die ersten 15, 20 Minuten haben wir kaum einen Zugriff gehabt aufs Spiel. Aber waren zu reserviert, haben wir durch die Dominanz, die dann Lille ausgestrahlt hat, auch an Selbstvertrauen verloren. Haben uns gewisse Dinge, die wir uns vorgenommen haben, dann gar nicht am Platz gebracht. Und das muss einfach gegen den Ball ein anderes Gesicht machen haben. Und dann mit dem Ball müssen wir uns natürlich auch zutrauen, Lösungen zu haben. Müssen wir uns zutrauen, auch unserem morgigen Gegner Lille danach vor Probleme führen, sodass sie auch aus ihrem Konzept kommen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir schon einen Riesenschritt verbessert im Vergleich zum letzten Donnerstag. Vielleicht noch was. Neben dem Sportlichen, wie viel psychologische Arbeit hast du auch leisten müssen nach der 0-3-Niederlage? Natürlich ist man da immer als Psychologe gefragt, die Jungs wieder aufrichten. Es kostet natürlich an Selbstvertrauen, an gewohnten Automatismen, denen du vertraust. Da wird da aufgezeigt, dass diese Automatismen, denen du vertraust als Team, dass die plötzlich nicht mehr funktionieren, weil einfach der Gegner dann ein Tempo, eine Lösung hat, die dann dein eigenes Spiel ins Bröckeln bringen. Und von dem her gibt es einfach Überzeugungsarbeit zu leisten, was das Gesamte betrifft. Und natürlich auch die Jungs einfach wieder Dinge mitzugeben, wo sie sich einfach orientieren können, wo sie sich festhalten können. Und das ist einfach für uns, dass wir Standards, Basics einfach, die wir immer bringen können, die müssen wir einfach festhalten. Und drüber hinaus müssen wir halt dann über uns hinauswachsen und uns auch dann Dinge zutrauen, die wir uns gegen Hartberg zutrauen, die wir uns in der Liga zutrauen, müssen wir uns auch gegen so eine Spitzenmannschaft zutrauen. Und das ist dann immer auch eine gute Mischung aus Risiko, aus Mut, aber auch als Basics, Vertrauen auf Strukturen, gemeinsame Arbeit, da braucht man dann einen guten Mittelweg. Bitte. Servus Chris, ich würde gerne bei der Psychologie kurz bleiben. Vor ein paar Wochen sind wir da gesessen, vor dem Rückspiel gegen Bratislava, da war es ein 3-Tore-Vorsprung. Da haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass es nicht zu sehr in den Köpfen ist, dass im Fußball viel passieren kann. Jetzt ist es genau andersrum. Ist natürlich nicht ganz genau vergleichbar, aber wenn man so einen Marktwert hernimmt zwischen deiner Mannschaft und Bratislava und Lille, ist das 1-3, 1-4, also nicht direkt vergleichbar, aber in etwa. Ist das jetzt etwas, wo man, sage ich mal, genau von der anderen Seite kommt, oder ist das vielleicht gar nicht so ein primäres Ziel, diesen Glauben ganz fest herbeizureden, sondern eher an Etappenzielen zu denken, da eben einmal ein gutes Spiel zu machen, reinzukommen, ein Selbstbewusstsein wieder zu bekommen, eventuell in Führung zu gehen und dann erst weiterzudenken? Wie ist da so die Herangehensweise? Man kann es abstrakt denken, dann ist es gleich. Du bist immer auf einer Reise, du willst wohin, da stellen sich dir Monster entgegen. Und das sind die gleichen, die waren die gleichen in Bratislava und die gleichen sind es da, vielleicht in anderen Ausprägungen. Das eine ist vielleicht so das Monster, das die Angst vorm Scheitern ist, jetzt dort genauso gegeben, wie es da gibt. Das zweite ist ein zweiköpfiges, das ist Selbstvertrauen, das du verlierst und der Frust. Und das dritte ist der innere Schweinehund.
Und die drei musst du überwinden und die sind da morgen sehr massiv. So kann man es abstrakt sehen und von der anderen ist der Zugang gemacht, Dinge, die du immer bringen kannst. Und wenn ich die mitten in der Nacht habe, vertrau diesen Dingen. Bleib einfach, vertrau deinen Dingen, vertrau deinen Mitspielern und versuch mal als Mannschaft ein gutes Spiel zu machen. Versuch mal als Mannschaft ein gutes Resultat zu holen. Als andere ist es natürlich auch geschuldet aus einem Mut, aus diesem Vertrauen in die Basics entwickelt sich vielleicht was mir im Fußball ja nicht das erste Mal der Fall ist. Am Sonntag hat das da drin nach 20 Minuten 2:0 geführt. Du brauchst dann, um unter Anführungszeichen ein Wunder zu schaffen, brauchst du wahrscheinlich einen überragenden Spielverlauf. Brauchst du Situationen im Spiel, die einer sehr, sehr guten Mannschaft auch Sicherheit nehmen. Und dafür müssen wir alles geben. Diese Chance, an die müssen wir glauben und die müssen wir suchen. Vielleicht finden wir es dann irgendwo auf dem Weg. Ja, herzlich willkommen in Lille. Klar, das Ziel ist, schnell zu gewinnen, schnell da morgen Tore zu schießen und vielleicht so ein bisschen ja, eine außergewöhnliche Situation zu schaffen auf dem Spielfeld. Ist es vielleicht einfacher gegen Lille, wo jetzt da vielleicht ein paar Änderungen auch in der Mannschaftsausstellung gemacht werden müssen? Wie ist Ihre Sicht? Glaube ich nicht, dass es einfach ist. Lille hat einfach einen sehr guten Kader. Man hat es ja auch in Graz gesehen, auch da hat der eine oder andere junge Spieler gespielt und schon gezeigt, welche Klasse das er hat. Wir haben es in der Europa League gesehen, als Atalanta ohne, glaube ich, die 10, 14 Startspieler, die immer gespielt haben in der Europa League davor, nach Rakow gereist ist und dort 4:0 gewonnen hat. Also da werden wir uns nichts erhoffen und nichts erwarten. Uns ist bewusst, dass wir einfach auch einen verbesserten Auftritt hinlegen müssen. Den streben wir an, wir denken da an uns, wir denken an unser Spiel. Wir haben aber auch die Chance, gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft international zu spielen. Und diese Chance ist auch eine super Plattform für alle Spieler. Und die sollten wir einfach nützen. Die sollten wir einfach mit einem couragierten Auftritt so nützen, dass vielleicht dann der Fußballgott, wenn er was vorhat morgen, dann sollten wir bereit sein. Gibt es noch Fragen? Toute question? Dann danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bis morgen.